Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Fullface-Schminki für dich und zwar von der Marke Elf Cosmetics. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, heute haben wir es 33 Grad hier und deswegen habe ich mir gedacht, was kann man Besseres machen als ein Fullface-Schminki, oder? Das ist der Wahnsinn. Aber ich habe mir gedacht, in meinem Urlaub, den ich jetzt aktuell noch habe, was haben wir denn jetzt heute? Heute ist der 17.06. Mache ich jeden Tag mir, also jeden Tag mache ich ein Schminki, dass ich die dann sukzessive einfach online stellen werde. Müssen wir mal gucken, wann dieses Video dann auch online gehen wird. Ich habe ja was zu trinken, Leute. Ne? Waterdrop, Claudi, YouTube, 5 Euro Rabatt, 25 Euro. Das Ding habe ich wahrscheinlich gleich ein paar Mal geleert. Ich habe jetzt hier einen Primer, das ist der Puff Puff Primer von Elf. Mit Hanfextrakt, ist das nicht großartig? Und das soll das Gesicht entsprechend nähren. Ist so eine Tube zum Rauspumpen. Das hat man jetzt ja mal öfter. Und das ist weiß. Riecht nach nichts. Ich glaube übrigens, ja, also ich habe es eben auf mehreren Produkten gelesen. Elf ist cruelty free. Oh, das ist sehr, sehr dick und pflegt die Haut. Oh mein Gott. Das hat sehr gut funktioniert. Mein Hautbild sieht gut aus. Es ist gepflegt. Ich habe einen Glow, weil Feuchtigkeit ist mit am Start. Prep your skin for Makeup. Nourishing. Ja gut, es ist nährend. Ist es, ne? Ja. Zwei verschiedene Foundations habe ich, beziehungsweise einmal habe ich die Camo CC Cream mit Lichtschutzfaktor 30. Mega. Passt. Kann ich gut gebrauchen. Habe ich in der Farbe Fair 120. Die trage ich mir jetzt zuallererst auf dieser Gesichtshälfte auf. Sehr feste Konsistenz. Also fließt gar nicht, dieses Würmchen, Würstchen, was auch immer. Und die haben, glaube ich, relativ viele verschiedene Untertöne auch mit am Start. Könnte sein, dass ich das ein bisschen hell bestellt habe. Ja, ich bin in den letzten Tagen etwas bräuner geworden, ne? Und die deckt mir mal ultra heftig ab. Also das ist Hardcore, Leute. Ich kann es gerade nicht glauben, was ich da gerade im Display sehe. Too-Faced ist am Start. Muss ich theoretisch nicht auch mit dem Schwämmchen einblenden, mache ich jetzt aber. Weil eigentlich hat der Pinsel das ganz gut hingekriegt. Fühlt sich sehr feuchtigkeitsspendend an und ich habe noch gut was hier auf meinem Vieh drauf. Da hatte ich jetzt so anderthalb Pumper drauf gemacht. Mit Niacinamiden, das ist ja auch so ein bisschen aufhellend und beruhigend. Kann ich mir aber gut vorstellen. Also wenn man jetzt nicht die Seite so sehen würde, ne, also wenn man das nur so sehen würde, würde man auch sagen, ja, das passt schon. Ne? Wird ja auch noch mit Blush Bronzer Highlighter ein bisschen mehr angeglichen. Ich hatte fast schon Bedenken gehabt, dass die mir zu dunkel sein wird, aber nö, passt sehr, sehr, sehr gut. Und ich habe so einen kühleren Unterton von der Haut her, würde ich sagen. Und da passt Fair 120 echt gut. Mit Kollagen, Peptiden und Niacinamiden, Lichtschutzfaktor 30 ist am Start. So dick, dass du Lichtschutzfaktor 30 auf dem Gesicht erreichst, machst du dir ja nicht drauf, aber trotzdem Hammer. Also schönes Ergebnis, mag ich richtig gerne leiden, aber jetzt gucken wir uns die andere Seite an. Da hatte Maxine Giacomo ja so von geschwärmt. Da habe ich die Flawless Satin Foundation und die habe ich in der Farbe 120 Pearl. Neutral Undertones steht hier drauf. Das ist ein Glasflakon und kommt mit einem Pumpspender. Ich mache jetzt hier nur einen Pumper drauf. Oh, die sieht noch heller aus. Oh mein Gott. Ja gut, ein Träumchen, Leute. Ein Träumchen. Das ist hier oben die Creme. Die Creme, die Foundation. Der Drop ist auch sehr fest. Ich nehme den gleichen Pinsel wie eben auch. Habe den gerade am Handtuch ein bisschen sauber gemacht. Also habe jetzt so, ne, nichts Oberflächliches an Farbpigmenten mehr drauf. Und die ist echt noch heller. Die kommt jetzt auf diese Seite. Die riecht so ein bisschen nach Babycreme, würde ich sagen. Schafft, dass meine Ohren einfach nach wie vor noch rot bleiben. Aber ich schminke meine Ohren einfach nicht, weil ich, ne, da kommen halt immer Haare und so ein Kram drin. Das macht irgendwie keinen Sinn für mich. Die deckt auch eigentlich ganz gut meine Rötung hier unten ab. Es geht klar, komm, ne? Also, ja, mein Gesicht ist sehr, sehr weiß. Ich sehe aus wie ein Geist. Aber ich finde, beide Seiten sehen gut aus. Die CC Cream ist eher nährend, auch so, ne, man sieht es richtig vom Glanz her. Und hier haben wir wirklich eine krasse Abdeckung. Da möchte ich aber trotzdem auch nochmal mit der anderen Seite von meinem Beauty-Schwämmchen drüber gehen, um das ein bisschen besser in die Haut einzuarbeiten. Jetzt nochmal von Namen. Ich finde, dass beide Seiten richtig, richtig gut aussehen.
eine schöne, angenehme Deckkraft. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Also für mich super angenehm. Ich finde, dass die auch von der Deckkraft her sehr vergleichbar sind. Wenn ich mich entscheiden müsste, welche von beiden ich jetzt besser finde, würde ich diese Seite nehmen, weil das eher für mich geeignet ist. Ich habe eine trockene Haut. Da kann ich einfach diesen ganzen Pflegefaktor ein Stück weit mehr gebrauchen. Ne? Wobei ich auch diese Seite schön finde. Ne? Das ist, ich finde beide toll. Ich sehe da halt nur, abgesehen von dem Feuchtigkeitsaspekt, keinen großen Unterschied. Auch farblich ist es schon sehr vergleichbar. Also man sieht jetzt keinen Strich mehr in meinem Gesicht. Genau, aber das werden wir nochmal angleichen, weil gleich kommt ja auch noch Blush, Bronzer, Highlighter und so am Ende. Du siehst nicht mehr, dass ich aussah wie ein Geist. Glaub mir. Ja, und die Foundation sollte auch wirklich ein Satin-Finish geben und das macht sie auch. Ne? Also da wird sie ihrem Namen gerecht. Also hier eher die feuchtigkeitsspendende Geschichte, hier eher die satinierte Geschichte. Als nächstes habe ich einen Concealer und das ist das Produkt gewesen, auf das ich doch relativ lange warten musste, weil es einfach Ewigkeiten nicht verfügbar war. Ich habe meine Produkte nämlich bestellt bei e.l.f. und bei Flaconi, teilweise hatte ich auch schon was da, habe da auch mal was in Tauschpaketen oder in Boxen drin gehabt, aber ich wollte es halt vervollständigen. Und da habe ich den Hydrating Camo Concealer mit einem Satin Finish, also passend zur Foundation, in der Farbe Fair Beige. Genau, das ist dieser hier. Und der war halt in dieser Farbe so häufig ausverkauft, das war ein bisschen nervig. Deswegen habe ich da ein paar Wöchlein drauf warten müssen. Ein riesengroßer Applikator. Wahnsinn. Ich gebe mir das jetzt erstmal vorsichtig auf, weil ich weiß ja nicht, was da noch so an Kapitjes hintersteckt. Dann arbeite ich mir das erstmal mit einem Pinsel ein. Ja, der hat auf jeden Fall eine ordentliche Deckkraft. Das kann man nicht leugnen. Und dann nehme ich mir wieder das Schwämmchen und arbeite den Concealer damit nochmal intensiver in die Haut ein. Ja, das ist gut. Definitiv. Also das ist halt, man kann den Safe auch noch aufbauen, aber ich brauche nicht noch mehr Deckkraft, als ich jetzt habe. Vielleicht ein bisschen auf den Rötungen, ja. Das macht Sinn. Weil dieser Mr. Fried hier unten, der rastet voll aus. Hat sich so ein bisschen sehr rot dargestellt. Da geben wir mal richtig Kapitjes, ne? Er ist halt auch einfach kein Löschpapier, muss man ja auch dazu sagen. Deswegen, ich lasse es jetzt so, wie es ist. Reicht auch. Also bislang, guter Concealer, schöne Deckkraft. Muss halt gucken, wie der sich jetzt so verhält und ob er in die Fältchen rutscht. Den Putty Eye Primer werde ich jetzt einmal verwenden. Ja, das ist einfach ein Augenprimer für die Augenlider, damit ich da nachher eine schöne Base habe für meinen Lidschatten. Dann nehme ich jetzt auch einfach den gleichen Pinsel, den ich eben genommen habe, um meinen Concealer einzuarbeiten. Das ist übrigens die Nummer 10 aus diesem Lavish Elegance Pinselset. Das ist so ein abgeschrägter, recht festgebundener Pinsel. Gehe ich hier einfach grob rein. Sehr, sehr festes Produkt. Habe es dann jetzt hier auf dem Pinsel drauf und trage mir das auf meine Augenlider. Der hat was vom Paintbot, muss ich sagen. Von der Konsistenz definitiv. Jetzt habe ich eine recht dünne Schicht davon aufgetragen, aber der ist schon sehr deckend dafür, ne? Finde ich gut. Dann habe ich ein Setting Mist von e.l.f. und zwar das Stay All Night Microfine Setting Mist. Werde ich jetzt einfach verwenden, sowohl um meine cremigen Texturen jetzt zu setten, da ist eine Kugel drin, ich lieb's, als auch nachher als Fixing Spray. Oh, fein. Alkoholisch, bisschen zitrisch. Oh, aber angenehm. Also ganz toller Mist. Also Sprühnebel, ne? Dann auch mal mit dem Schwämmchen drüber gehen. Oh, das tat gut gerade. So eine richtige Dusche. Also ich würde schon sagen, dass beide Base-Produkte, Foundation und CC Cream, auch ein bisschen nachdunkeln. Weil guckt euch mal an, wie jetzt so das aussieht. Vielleicht auch so ein bisschen wegen dem weißen Eyeshadow-Gedönsen, das weiß ich nicht. Aber es sieht doch jetzt sehr, sehr passend aus. Natürlich ist mein Körper ein bisschen bräunlicher, aber ne? Besser als eben. Hier habe ich jetzt das Halo Glow Setting Powder. Das finde ich einfach so spektakulär, weil das nicht nur ein reguläres Setting Powder ist, was abmattiert, sondern es soll noch so ein bisschen Glow geben. Und ich mag einfach lieber Glow im Gesicht, als dass ich abmattiert bin. Hier habe ich dann so ein Schiebevieh. Relativ fein kommt es raus. Das hat auch so eine leichte Färbung. Also das ist nicht komplett weiß. Alle Produkte sind natürlich übrigens auch unten in der Infobox verlinkt. Das dürften auch Affiliate-Links sein, ne? Also verdiene ich daran eine kleine Provision, wenn ihr darüber bestellt. Also das Puder ist sehr schön fein und weich. Fühlt sich schön auf den Fingern an.
Das wird sich jetzt auch super im Gesicht machen, denke ich mal. Ich nehme dafür natürlich wie immer so eine Art Highlighter-Pinsel. Das ist jetzt einer aus dem Nummer 4, aus diesem Mary Gone Wild oder sowas, aus dem Pinselset zu Weihnachten. Ich klappe das erst ein bisschen ab und gebe mir das dann unter die Augen. Und mit den Resten gehe ich dann auch schon direkt über mein Auge. Es hat so einen leicht nassen Effekt. Kann das? Ich weiß es nicht. Das fühlt sich auf jeden Fall so an. Hier habe ich jetzt unter meinem Auge gesettet. Das mattiert schon ab. Wir müssen gleich auf deinem ganzen Gesicht sehen, wie das mit dem Glow aussieht. Aber es hat schon gesettet. Dann nehme ich mir einen Pinsel aus diesem Crystal Zodiac Pinsel Set. Das ist jetzt die Nummer 1. Ich liebe diese Pinselform, dieses runde Spitze vorne. Gehe dann einmal hier ordentlich in das Puder rein, klopfe ab und gehe damit über mein Gesicht. Ich muss sagen, dass ich jetzt nichts von irgendeinem Glow in meinem Gesicht sehe. Ich finde, das sieht aus, als hätte ich irgendein anderes Puder auch verwendet, oder? Also es ist schon mattierter. Vielleicht muss ich das nachher noch so ein bisschen besser verbinden, aber so habe ich keinen großen, bemerkenswerten Glow. Aber ein schönes Setting-Puder, also da sage ich nichts zu. Ne? Das gefällt mir, wie es aussieht. Ja. Ich glaube, in einem Trash-Paket hatte ich mal diese Palette drin. Das ist die Blush- und Bronzer-Palette in der Farbe Fitchy. Schaut so aus, relativ dunkel, ne? Nehme ich mir jetzt auch wieder diesen Pinsel, gehe in den Bronzer, klopfe ordentlich ab, guck, wie der so wird. Oh ja. Gibt auf jeden Fall wieder Dimension und Farbe in dieses Gesicht rein, das vorher aussieht wie ein Geistergesicht, ne? Also die Farbe mag ich gerne leiden. Das ist schön natürlich und sieht harmonisch aus. Ich finde den ein ganz kleines bisschen fleckig. Aber ja, andere Seite ausprobieren. Nö, geht klar. Also nee, ist nicht fleckig. Ist optimal. Mhm. Dann mache ich mal wieder etwas sauber. Denn den verwende ich jetzt auch für den Blush, der hier mit drin ist. Trage den erst hier so vorsichtig auf. Und ich glaube, so vorsichtig brauche ich den auch heute. Denn der ist sehr stark pigmentiert. Naja, ich habe jetzt trotzdem etwas mehr aufgelegt, was man aber im Display gar nicht sieht. Ist okay. Jetzt sehe ich ganz schön sonnengeküsst aus, aber ich finde es schön, weil es passt halt einfach, ne? Ich weiß nicht, kommt jetzt gerade dieses Glow raus von dem Glow Powder? Denn ich finde, jetzt strahlt mein Gesicht schon wieder ein bisschen mehr. Vielleicht musste sich das erstmal ein bisschen besser verbinden. Und diese Palette finde ich gut. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene Highlighter-Möglichkeiten. Einmal eine ganze Palette, wo super viele verschiedene Töne drin sind. Und unter anderem dürfte es auch dieser Ton hier sein, der hier unten zu finden ist. Das ist der Farbton White Gold. Ist der das? Den White Gold finde ich richtig geil. Von der Oberfläche her sehen die nämlich gleich aus. Und auch auf dem Finger sehen die sehr, sehr ähnlich aus. Ja, das dürfte doch einfach mal der identische Ton sein, ne? Heißt, den einzelnen Highlighter werde ich wahrscheinlich weitergeben und dann diese Palette behalten. Genau. Und ich verwende diesen Ton jetzt zum Highlighten. Ich hatte eben schon einen Highlighter-Pinsel, den mache ich jetzt kurz mal sauber. Der ist sehr, sehr schön, der Ton. Den trage ich mir hier jetzt mal auf. Das ist echt wie weißes Gold. Wunderschön, oder? Und wir haben hier feine Schimmerpigmente mit drin, die man natürlich auch auf dem Gesicht sieht, aber die richtig schön das Licht reflektieren. Ich gehe jetzt trotzdem nochmal mit meinem großen Fluffel drüber, damit alles besser miteinander verbunden wird und da keine harten Übergänge entstehen. Die Palette lege ich mir aber auch noch zur Seite, weil ich die gleich auch für meinen Innenwinkel verwenden werde. Ich habe hier einen Augenbrauenstift und zwar ist der Ultra Precise Brow Pencil. Hier, Taub ist die Farbe, genau. Schaut so aus. Da haben wir auf der einen Seite einen Spoolie und schmeißen ihn mal weg. Und auf der anderen Seite haben wir eine dünne Mine zum Herausdrehen. Die schaut so aus. Wahnsinns krasse Base. Ich mag meine Base. Ich finde die wirklich schön. Kein Creasing, kein Absetzen. 1A, toll. Relativ harter Stift, der erstmal warm mit meinem Augenbrauengedönsen werden musste. Den Spoolie finde ich auch ein bisschen hart. Der hat nämlich so ein bisschen, wenn ich außen drumherum so gebürstet habe, ne, dann auch die Foundation ein bisschen weggeschoben. Aber da konnte man eben schnell mit dem Finger nachkorrigieren. Ja, und das ist jetzt die eine Seite.
Da kommt jetzt die andere Seite. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Schon, ne? Also die Farbe ist nicht hundertprozentig optimal für mich, aber ich finde sie auf jeden Fall tragbar. Ich verwende jetzt noch meinen 24 Hours Brow Setter von Benefit, weil es ist heute, wie gesagt, 33 Grad. Jetzt sind es 31 Grad, aber wir haben es ja schon 4:30. Ne? Da muss alles gesettet und fixiert werden bis zum geht nicht mehr. Jetzt verwenden wir eine Lidschattenpalette. Die hatte ich, ich glaube, in der Barbara-Box oder in der Brigitte-Box. Mega. Von e.l.f. die Opposites Attract, also quasi Gegensätze ziehen sich an. Wir haben hier sowohl Schimmertöne mit dabei, als auch matte Töne. Ich denke, ich werde aber heute eher einen sommertauglichen Look damit schminken. Also wahrscheinlich nicht allzu intensiv. Mit einem handelsüblichen Blendepinsel gehe ich in den Farbton Fresh. Das ist so ein ganz heller Beige-Ton. Oh, für mich aber vielleicht gar nicht so ultra hell, ne? Also kein richtiger Setting-Ton. Okay, muss ich aufpassen. Den kann ich mir nicht bis nach ganz oben, glaube ich, ziehen, oder? Ach doch, kann ich wohl. Stimmt. Was soll der Falschgeiz? Zwar eben schon so ein bisschen Puder drauf gemacht, aber sieht nicht ganz so optimal aus. Jetzt möchte ich gerne den Ton Saucy nehmen. Das ist so ein, ja, orange, ganz helles, schmutziges Orange. Das setze ich mir einfach in die Lidfalte. Hier auch schon ins äußere V ein bisschen rein. Und der Ton kann auf jeden Fall was. Kommt auf jeden Fall was aufs Auge. Ich setze mir noch ein ganz kleines bisschen was von Cheeky. Das ist so ein leuchtendes Orange, Aprikot-Ton-Gedönsen, in mein äußeres V. Und ziehe das auch ein bisschen höher. Aber nur so, um außen noch so ein kleines Highlight zu schaffen. Mit einem ganz, ganz feinen, kleinen Blendepinsel, der ist jetzt aus dem Alicia Marie Pinsel Set, das ist die Nummer 7, gehe ich in den Ton Warm rein. Das ist so ein, ja, warmes Braun. Klopf gut ab und setze mir das an den unteren Wimpernkranz. Dann nehme ich auch aus diesem Zodiac Pinsel Set die Nummer 11. Das ist so ein ganz flacher Lidschattenauftragepinsel. Damit kann man eigentlich ganz gut Schimmer greifen und gehe in den Ton Low-Key. Das ist ein Ton, der so ein rosa Schimmer auch mit dabei hat. Wird sehr schön vom Pinsel aufgenommen und den setze ich mir erstmal hier so innen rein. Da kommt noch nicht so viel, ne? Der Pinsel greift es, aber es kommt nicht so aufs Auge, weil der nicht so... Der ist sehr, sehr fest gepresst. Da siehst du nicht so viel von, ne? Ich versuch's mal mit dem Finger. Kriegst du auch nicht so viel mehr aufs Auge. Ich mache das jetzt auf der anderen Seite auch mal so in der Art, wie ich das jetzt gerade auf der Seite habe, damit das... Ach komm, geht das? Doch, das geht, ne? Ja, wir machen das jetzt ordentlich mit dem Finger. Da gehe ich jetzt ordentlich doll rein. Keine Rücksicht auf Verluste. Frag mir das hier so auf der Fläche auf, die ja quasi noch frei war. Dann nehme ich mir wieder den Lidschattenauftragepinsel und gehe in diesen Goldschimmer, Dunkelgoldschimmer Spicy rein. Ich glaube, das war jetzt gerade nicht scharf, ne? Da kriege ich aber richtig Kapitjes und den setze ich mir hier an den Übergang. Der scheint so richtig schön. Das hätte ich auch gerne bei dem Low-Key gehabt. Aber ich habe hier eine komplette Lidschattenpalette, ne? Highlighterpalette. Das ist ja ein Träumchen. Da kann ich jetzt ja einfach den Ton verwenden, den ich auch in, hier, Highlighter-Gedönsen genommen habe. Den wollte ich ja eh für meinen Innenwinkel nehmen. Der White Gold müsste das ja sein. Dann kann ich ihn ja auch direkt mit aufs Lid draufziehen. Das hat halt bei weitem nicht so viel Kapitjes wie der Schimmerlidschatten, ne? Das ist schade. Auch aber wenn ich den mit dem Finger auftrage, dann geht die Party schon ein bisschen mehr ab hier. Ne? Das ist richtig schön hell. Das mag ich. Ich würde sagen, der Augenlook steht. Er gefällt mir ganz gut. Ist ein warmer Look, aber das passt jetzt einfach auch gerade zum Wetter. Die Palette finde ich ganz okay. Die kann man sich mal anschauen. Ich habe mich jetzt eher so in diesen helleren, wärmeren Tönen aufgehalten. Auf der anderen Seite geht es ja mehr so in dieses ja, Night-mäßige, ne? Aber ich hatte jetzt für ein solches Wetter keinen Bock auf einen lila Look. Als Eyeliner verwende ich den H2O Proof Eyeliner Pen, also wasserfesten Eyeliner Pen von e.l.f. Da steht drauf Shake. Also soll ich das wohl schütteln? Oh, eine Kugel ist enthalten. Das finde ich schön. Wir haben Make-up-Flecken dran. Mist.
Wir haben eine Filzstiftspitze, die wirklich gut aussieht, sehr präzise und gut getränkt. Wow, der malt sehr intensiv. Man muss aufpassen, dass man nicht zu viel aufs Auge kriegt. Da kommt sogar fast schon zu viel Produkt raus. Also der blutet sogar ein bisschen auf meinem Augenlid, falls man das sieht. Also hier so innen hat er ein bisschen geblutet. Aber ja, da kommt sehr viel Produkt raus. Meine Herren, aber es lässt sich auch guten Eyeliner zeichnen. Ich denke, dass da einfach zu viel Produkt gerade rausgekommen ist. Aber das Ergebnis spricht für sich und es gefällt mir. Wirklich, also man muss ein bisschen vorsichtiger damit arbeiten und es muss sich ein bisschen eingrooven. Aber er malt gut, er malt schön und ich mag es tatsächlich. Heute bin ich ja auch echt wieder in sehr guter Stimmung, muss ich sagen. Ne? Krass. Ich ja, sette mein Gesicht, haben wir eben schon drüber gesprochen. Ne? Alle pudrigen Texturen, Rampampam ist drauf. Hm. Ich liebe dieses Mist. So gerne. Mascara. Ja, da habe ich eine, die habe ich, ich glaube, auch mal irgendwo in der Box drin gehabt oder weiß ich gar nicht. Das ist die Plump It Up Mascara. Schaut so aus. Das Bürstchen ist ein Kunsthaarbürstchen, was relativ unspektakulär aussieht. Müffelt ein bisschen. Aber wir gucken mal, wie sie sich auf den Augen macht. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Doch, das ist mal eine schöne Mascara, oder? Die macht schönen Schwung, die macht Länge. Die macht ein bisschen Fliegenbein in der dritten Schicht. Okay, aber ich mag sowas ganz gerne. Also so wie es aussieht, mag ich das einfach. Und das ist ein Ergebnis, was ich mag. Genau, ja. Also eine schöne, solide Mascara. Definitiv kann man sich mal angucken. Passt auch auf jeden Fall zum Gesamtkonzept, denn auch das gefällt mir sehr, sehr gut. Für die Lippen habe ich hier ein Lippenprodukt und zwar den Sheer Slick Cherry Slush. Und ja, das ist einfach ein Lippenstift, der dann sheer sein soll. Da bin ich mal gespannt. Riecht der auch nach Kirsche? Nee, tatsächlich nicht wirklich. Der fühlt sich an wie eine Lippenpflege und der passt jetzt auch super schön zu diesem warmen, sommerlichen, glowy Look. Ich finde schon, dass jetzt dieses Halo Glow Powder raushaut, was es kann. Guckt euch mal, wie fantastisch diese Base aussieht an. Guckt euch das mal an. Ich bin vollkommen hin und weg. Meine Haare sind jetzt ein bisschen verwuschelt, aber wir kommen damit, glaube ich, ganz gut klar. Ich finde, dass dieser Look halt perfekt jetzt gerade zu den 33 Grad passt. Ich finde, ja, wie gesagt, wenn ich mich bei den beiden Base-Produkten entscheiden müsste, würde ich die CC-Cream nehmen. Die Lidschattenpalette finde ich vollkommen solide. Die kostet ja auch nicht die Welt. Die anderen Farben habe ich halt so noch nicht wirklich groß ausprobiert. Ansonsten sieht das alles echt tutti bei mir im Gesicht aus. Ich kann mich da jetzt einfach mal überhaupt nicht beschweren und wundere mich ganz einfach, weswegen ich die Marke vorher nie so verwendet habe. Klar, den Highlighter, das war eins der Produkte, was ich halt so bei mir hatte. Und da wusste ich auch, dass der gut ist. Aber da hätte ich auch so ein Stück weit drauf rückschließen können, dass die anderen Produkte ebenso gut sind. Ne? Aber die habe ich mir nie so genau angeschaut. Jetzt fühle ich mich einfach sommerfrisch und fein und hoffe, dass dir dieses Video gefallen hat. Wenn dem so ist, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühle dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!